und herzlich willkommen zu meinem Podcast Svasta, komm in dir an. Mein Name ist Petra Barron, ich bin schulmedizinisch ausgebildete Ärztin und habe aber relativ früh gemerkt, dass zu ganzheitlicher Gesundheit mehr gehört, als einfach nur zu reparieren und dass wir eben alle Menschen sind mit einem Körper, aber auch mit Gefühlen und einer Seele und dass wir auch genau als solche gesehen und gewertschätzt werden möchten und vielleicht sogar müssen, um eben in uns selbst wirklich zu Hause und heil zu sein. Genau das bedeutet Svasta nämlich. Mit diesem Podcast möchte ich Impulse setzen und dir Anregungen geben, dein Leben informiert und selbstbestimmt in deine eigenen Hände zu nehmen. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Heute habe ich was ganz Besonderes für euch und zwar habe ich heute ein Gespräch aufgenommen mit der Sarah. Die Sarah habe ich kennengelernt über das ganze Netzwerk beim Volker, aber wir hatten wohl auch vor Jahren schon mal Kontakt über die biologische Krebsabwehr. Das Gespräch ist tiefer geworden, als wir es, glaube ich, beide erwartet hätten und entsprechend ist es auch relativ lang, also es erwarten euch 1,5 Stunden. Ich glaube nicht, dass es langweilig wird dabei. Ich selber habe die ganze Zeit vor lauter Zuhören kaum Fragen stellen können. Die Sarah hat eine ganz schön aufregende Lebensgeschichte hinter sich, einschließlich einer Krebserkrankung mit 29, die dann noch 2-mal zurückgekommen ist. Es wurde ihr gesagt, sie soll sich ins Hospiz begeben mit etwa 30 Jahren und den Tod erwarten, mehr oder weniger. Naja, das Ganze ist jetzt 14 Jahre her, die initiale Diagnose, wenn ich es richtig gerechnet habe, ich will euch nichts Falsches erzählen. Seid einfach gespannt. Das ist eine ganz tolle Frau. Inzwischen viel Yoga dabei, viel Ayurveda, aber auch ganz viele der anderen Säulen, die für Gesundheit wichtig sind. Die Sarah hat auch selbst ein bisschen was zusammengestellt auf ihrer Webseite, ist auch dabei, als Speakerin da aktiv zu werden und schreibt dann ein Buch. Ich hoffe, dass er das bald rausbringen kann, weil das ist bestimmt eine ganz tolle Sache, ein Mutmachbuch für viele. Und es sind auch ganz viele praktische Tipps dabei. Ich wünsche euch viel Freude beim Hören. So, hallo ihr Lieben. Heute gibt es ein Interview mit der Sarah. Hallo, liebe Sarah. Hallo, Petra. Magst du dich vielleicht einfach mal kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Sarah Nadine Herwert. Ich bin 44 Jahre alt und bin Mutter von 2 fast erwachsenen Söhnen. Ja, jetzt haben wir ja auch einen Grund, warum wir reden. Das eine, was uns verbindet, ist natürlich der Ayurveda und das Yoga. Ne? Du bist Yogalehrerin. Ja. Und genau. Hast zu der Praxis gefunden, wahrscheinlich auch aus einem guten Grund. Ja, also zum Yoga würde man jetzt denken, weil ich eine bewegende Krebserkrankung hinter mir habe, würde man glauben, ich bin während der Krebserkrankung zum Yoga gekommen. Das war bei mir aber gar nicht so. War schon vorher? Nein, das war eigentlich erst Jahre danach. Ah, siehst du. Beziehungsweise, also ich meditiere seitdem ich Anfang 20 Jahre alt war. Und gut, es hat ja auch was mit Yoga zu tun, aber es ist eben nicht der Yoga, wie wir es verstehen. Ja. Aha. Jetzt hast du es schon erwähnt, du hast eine ziemlich bewegende Geschichte hinter dir. Magst du uns einfach ein bisschen erzählen? Ja. Ja, also als ich 29 Jahre alt war, nach der Geburt meines zweiten Sohnes, 2,5 Monate nach der Geburt, habe ich die Diagnose Brustkrebs bekommen. Es hat sich vorher schon alles ein bisschen angekündigt. In der Schwangerschaft? Ja, nee, Schwangerschaft noch nicht mal. Eigentlich erst nach der Geburt in der Stillzeit. Und da ich mich ja auch auskannte mit dem Stillen, war ich schon verwundert, dass ich so Knoten, wirklich viele Knoten in der Brust hatte, die sich ganz anders anfühlten als so ein gewöhnlicher Milchstau. Ja, da warst du ja dann schon ganz schön wach. Ne? Also ich kriege das ja in Heidelberg ab und zu mit, dass
das selbst von Hebammen dann teilweise Ja, als Milchstau interpretiert wird. genau, Und genau. ja. Ja, obwohl halt so zu der damaligen Zeit, ich war 19, 29 Jahre alt, das ist ja jetzt 15 Jahre her, da war auch die Krebserkrankung bei so jungen Menschen noch nicht so häufig. Und das war für mich in weiter Ferne. Also irgendwie, klar, das schlummert so ein bisschen ganz hinten im Unterbewusstsein, aber das verdrängt man, weil das hält man einfach nicht für möglich. Wenn man daran denkt, dann ertappt man sich selber, wenn man sagt, jetzt übertreib mal nicht. Das Ja, ist ja das heißt, wirklich Worst Case, die ja. Alarmglocken sind schon angegangen. Du Schon, hast dich ja. gewundert, aber hast dann im Prinzip dich versucht, wieder zu beruhigen. Hast du? Ja, schon. Ja. Ich habe auch meiner Hebamme Ja, Bescheid gesagt. ja. Die kam auch und sagte, okay, komm, wir Ja. lassen mal dein Kind von allen Seiten das mal abtrinken. Und einige Knötchen da drumherum, um den Primärtumor, die sind auch weggegangen. Nur halt dieser eine große nicht. Der war wirklich sehr groß, sehr fest. Ja, der war schon einfach auch vom Tastbefund her anders. Also man hatte schon so Schauer bekommen, ne? Und auch meine Hebamme sagte, okay, das fühlt sich nicht normal an, aber vielleicht ist es Das auch ein macht ja. eingekapselter. Wir warten das jetzt noch mal 1, 2 Wochen ab. Das haben wir auch Das getan. ist auch legitim, ja. Es Oh, ist jetzt ja ja, keine Zeit, absolut. Also genau. sie war da schon sehr, sehr Ja, wachsam. ja, Und ja, ja. nur, ich habe selber in der Chirurgie gearbeitet und mein damaliger Arzt hat immer gesagt, wenn es irgendwo unerwartet blutet, ist das nicht gut. Und genau so war es. Also ich habe mich halt ausgezogen, habe dann in meiner Unterwäsche Blut gesehen. Es hat durch die Mamille geblutet. Und ab diesem Zeitpunkt war das für mich schon eine ernstere Ja. Sache. Und habe das dann halt gleich untersuchen lassen. Und dann kamen immer so unklare Befunde raus. Und mit diesen unklaren Befunden wird man wieder weiterverwiesen und weiterverwiesen. Ja. Aber das wurde dann schon unter hohem Druck gemacht. Ja. Das ging dann relativ zügig Sehr alles. schnell, Wie war ja. das für dich? Hast du das Gefühl gehabt, das war gut, dass das alles dann schnell ging und dass viel gemacht wurde? Oder war das teilweise überfordernd für dich? Es war auf der einen Seite natürlich, wenn man selber aus der Medizin kommt, kann da nichts irgendwie schnell genug gehen, weil man schon auch gewisse, Ja. ja, so ein Wissen einfach hat. Auf der anderen Seite war das natürlich total überfordernd für mich. Ich stand ja irgendwie so völlig in der Blüte meines Ja, Mutterglücks ja. und habe ganz andere Lebenspläne gehabt, ne? Und dann plötzlich so eine konträre Sache. Ja. Das hat ja überhaupt nicht zueinander gepasst. Und ich wollte mich eigentlich um mein neugeborenes Kind kümmern, um meinen kleinen Sohn. Die sind Ja, ja auch die alt nur waren eher jetzt 22 Monate klein. auseinander, Ja, ne? Und okay, noch ja. sehr, sehr klein. Und das habe ich dann irgendwie versucht, alles parallel, ja, irgendwie über mich ergehen zu lassen. Und sind auch ja zum Teil wirklich unangenehme, auch schmerzhafte Untersuchungen. Biopsien dann vor allen Dingen oder was ist alles Biopsien, ja, genau es hin? war dann Mammographie. die Mammographie mit dem Kontrastmittel, da wird ja das Kontrastmittel durch die Milchgänge, durch die Brustwarze dann ja, hineingegeben mit so ganz kleinen Nädelchen. Also das Ja. ist schon Ja. irgendwie eine Sache, ja, die man irgendwie rumkriegen muss und möchte Ja. dann auch, ja. Und das war ja eigentlich nur so ein kleiner Anfang für das, was dann noch gekommen ist, ne? Wie war das alles für dein Umfeld? Wie haben deine Kinder das mitbekommen oder hattest du Unterstützung? Wie war das alles für dich? Ja, also mit der Unterstützung ist eine sehr schwierige Sache. Also mein damaliger Mann konnte überhaupt nicht damit umgehen. Wenn man überlegt, dass er eigentlich so aus einer Familie kommt, wo wirklich nicht über Probleme gesprochen wird, dann ist so eine Erkrankung, die passt überhaupt nicht da rein. Und dann noch in so einer Situation, ne? Da musste er ja wahrscheinlich viel auch mittragen, dann alleine sich um die Kinder kümmern oder. Ja, nee, der hat sich eigentlich eher so in seine Arbeit Ja, geflüchtet. okay. Also er kann ja nicht, er muss arbeiten. Und ja, ich muss das einfach so sagen, er hat mich da sehr alleine gelassen. Das hat auch irgendwann dann eben zu Trennung geführt, ne? Und das Schlimmste für mich war, dass ich nicht darüber reden konnte. Und ich spürte ja, dass ich auf einem anderen Weg jetzt bin. Das ist, wenn man so eine Diagnose bekommt,
ist es völlig klar, dass man nie wieder so Ja. weitermacht, wie man vorher gelebt hat und dass man sich da weiterentwickelt. Und ich wollte unbedingt, dass er mit auf meinen Weg kommt, weil ich habe damals schon gesehen, dass das auch eine Chance für uns sein kann. Ja. Und er ist nie auf diesen Zug aufgesprungen. Okay. Und das war sehr, sehr bitter. Also er konnte da einfach nicht mit umgehen. Manche Menschen können das, manche nicht. Und ich will ihm da auch nie irgendwie böse sein. Aber er musste eben irgendwann akzeptieren, dass ich eben halt auch das andere nicht mehr konnte. Und das Ja. war halt dann für ihn auch bitter. Also für mich ja natürlich auch, Ja, sowieso, ja. ja. War das für dich das Gefühl, aus diesen Mustern Ja. rauszukommen, auch die letztendlich ja vielleicht zu der Erkrankung Ja, mitgeführt haben? also das glaube ich ganz sicher, dass dieses Muster ja nie mein Leben war. Ich war immer schon ein offener Mensch. Ich habe immer auch frei gesprochen, natürlich nicht mit jedem, aber natürlich, ich musste auch über gewisse Dinge sprechen. Ich bin die Dinge immer irgendwie angegangen, indem ich ins Gespräch gegangen bin und wollte Dinge dadurch verändern und ich sehe darin eine große Chance. Aber das war ein völlig anderes Muster und im Nachhinein habe ich mich jahrelang in so ein Korsett begeben und habe nicht das gelebt, was ich eigentlich war. Ja, manchmal kann man das erst rückblickend sehen, ne? Wenn man drinsteckt in dem Korsett, ist es vielleicht normal und man Ich habe spürt es das gar nicht damals so. schon auch Hast du schon auch. gesehen. Ich habe das schon gesehen, aber habe mich trotzdem drin gehalten. Das wäre so oder so irgendwann zum Ausbruch gekommen. Ich meine, es ist ja auch so, dass wenn man gute Freunde hat, die einen schon lange kennen, einen schon drauf ansprechen. Ich Ja, muss mich ja. sehr verändert haben in dieser Ehe, sehr Ja. still und klein Ja. geworden, so hat Ja. man es mir gesagt. Und nachdem ich also in der Chirurgie damals gearbeitet habe, bin ich zur Lufthansa gegangen. Und da muss man ja sehr offen sein, man muss ja direkt sein, nicht schüchtern sein. Und all das war ich nicht mehr in dieser Ehe. Ja. Und diese Hinweise, die habe ich schon von meinem Umfeld damals bekommen. Und hast es auch gespürt in gewisser Weise, aber Ich meine, man sagt da nichts so, ne? Also man lässt es irgendwie so in sich wirken und ertappt sich eigentlich so hin und wieder, wo man sagt, Mensch, ja, sie hat ja eigentlich völlig recht. Ich fühle mich nicht wohl, aber ich weiß nicht warum. Ich bin Ja, also trotzdem, ich habe immer irgendwie gedacht, das wird halt noch mal kenne ich von mir anders. ja auch, ne? Es sind dann ja auch neue Lebenssituationen, Kinder im Spiel, die Ja. Rollenverteilung verändert sich. Also da spielt ja ganz viel mit rein. Also ich habe das ähnlich erlebt und war dazu dann noch in Australien am anderen Ende der Welt. Meine Freunde waren hier. Na, Wahnsinn, auch Ja, also schwierig, das, ja. ich glaube, ich weiß, wovon du sprichst. Man spürt es, aber irgendwie, es ist jetzt eben so und Ja. du brauchst vielleicht manchmal mehr Leidensdruck oder mehr Erkenntnis, um den Schritt rauszuwagen. Wie ging es denn dann weiter? Also bei der ersten Diagnose war es auf die Brust begrenzt, nehme ich an. Genau, Ja. also er war sehr groß, er hat die Hälfte meiner rechten Brust fast die Hälfte meiner rechten Brust eingenommen und vor dem Hintergrund meines jungen Alters Ja. und der Schwangerschaft hatte man da sehr, sehr große Angst, dass sich da schon auch Zellen abgesiedelt Ja. haben, die man vielleicht noch gar nicht sieht. Ja? Und daraufhin hat man eigentlich so ein Turbo eingelegt, also wenn man sich überlegt, donnerstags habe ich die Diagnose bekommen, dann Die bin ich endgültige dann, die also endgültige, ja, am 7. Oktober 2004 habe ich diese Diagnose bekommen. Habe dann freitags und samstags mein Screening gehabt, komplettes Screening. Und hatte montags schon die erste Chemo. Der erste Zyklus Ja, das ist Wahnsinn, ja. fing da an. Und allein auch dieser Druck, ich meine, ich bin auch, wenn irgendwie was ist, dann möchte ich sofort diese Dinge angehen. Das hat Ja, schon das wäre jetzt auch meine zu Frage mir gewesen, gepasst, ne? genau, Ich habe das natürlich auch mitgemacht, ne? Ja, und dann auch eben aufgrund dieser speziellen Situation, eben Alter und Schwangerschaftshormone, wurde der Zyklus auch verkürzt. Also normal sind ja Powertherapie. 3 Wochen. Und ich hatte 14 Tage Abstand. Und das heißt so eigentlich, na, die 3. Woche, die der Mensch dann braucht, der Um Patient sich wieder braucht, um auf die sich wieder Füße zu zu erholen, finden. Ja, fehlte mir. Wahnsinn. Und das jedes Mal mit jedem Zyklus, den ich bekommen habe, immer mehr. Das heißt also, ich hatte extrem schlechte Leukozytenwerte.
was immer wieder zu Infektionen und Fieber geführt hat. Wie hast du das dann gehandelt? Warst du zu Hause? Ich war zu Hause. Also es war schon sehr dramatisch. Ich habe natürlich versucht, das alles irgendwie trotzdem alles so als starke Mutter und Ehefrau zu tragen und trotzdem noch meinem Mann den Rücken frei zu halten. Und als ich die Superwoman ja irgendwie versucht man das zu sein. Mhm. Vor allen Dingen, wenn man merkt, dass man ja auf der Gegenseite da dass es keine quasi erwartet Basis wird, weil die eigene Angst im Weg steht. Da. Ja, und ich durfte ja auch nicht darüber sprechen. Also über mein Leid oder meine Ängste, das durfte ich ja im Prinzip nicht. Weil es ja auch ihn und auch seine Eltern, also meine Schwiegereltern, die waren ja genauso. Also total liebe Menschen, aber konnten überhaupt nicht damit umgehen. Ja. Und das war für mich schwer. Aber meine Mutter war da. Wollte ich gerade fragen. Meine Mutter war da und die war sofort da und ging nicht mehr. Und mit ihr konnte ich, also sie hat sehr viel eingesteckt. Ja. Also man wird ja auch sehr aggressiv zum Teil. Klar, und wenn es nicht mehr geht, wenn es dir schlecht geht, hattest du Schmerzen? Ja, also eine Geschichte, als ich die erste oder zweite Chemotherapie bekommen hatte, war, dass ich bin wach geworden von dem Quengeln meines Babys. Der hatte Hunger. Und ich hatte da schon Chemotherapie gerade 2 Tage vorher bekommen. Mhm. Und das ist eigentlich dann die direkten Tage danach sind extrem schwer. Ja, also ich habe das irgendwie geschafft, mich da aus dem Bett rauszuholen. Ich war alleine, weil man war arbeiten, es war auch niemand da, weil wir das alles irgendwie nicht einschätzen konnten. Und ich war alleine, Chemotherapie und 2 kleine Kinder. Und bin aufgestanden, habe mein Baby auf den Arm genommen und habe gesagt, komm, ich mache dir gleich was zu essen. Und bin dann ins Badezimmer gegangen, habe mich frisch gemacht, habe mich vor den Spiegel gestellt und weiß diese Situation noch sehr genau. Ich habe da gestanden, habe die Hände gefaltet und habe gebetet und habe mich selber angeguckt und habe gesagt, du schaffst das, du wirst es schaffen. Und Tränen natürlich übers Gesicht gelaufen, nehme mein Baby auf den Arm und möchte runtergehen. Und das Skurrile an der Sache war, ich auf dem Weg zur Treppe habe ich noch gedacht, pass auf, dass du nicht die Treppe runterfällst. Und trotzdem ist es passiert. Ich bin auf der ersten Stufe. Ja, ich bin die erste Stufe ausgerutscht und mit meinem Baby auf dem Arm die komplette Treppe runtergerast. Und es war irgendwie wie in so einem Film. Ich habe dieses Horror-Szenario vor Augen gehabt, dass mein Kind jetzt mit dem Köpfchen irgendwo draufgeknallt ist. Aber in diesem Fallen habe ich das Kind nach vorne auf die Brust gezogen. Hast du das Kind geschützt? Ja, und habe gedacht, egal. Und wenn du alle Knochen gebrochen hast und hab ihn vorne ganz weit auf die Brust gezogen und habe abgewartet, bis dieser Rutschvorgang im Prinzip vorbei war. Ja. Und bin unten angekommen, habe erst bei mir gar nichts gespürt. Ich habe direkt nach meinem Kind geguckt. Es war alles erstmal in Ordnung. Der hat geschrien wie verrückt. Das ist immer ein gutes Zeichen in dem Moment. Ja. Und ich war, aber ich habe mich selbst noch nie so erlebt. Ja. Ich war in so einer unglaublichen Panik, dass ich 112 angerufen habe und eigentlich nur hysterisch am Telefon, mein Baby, ich bin die Treppe runter und mein anderes Kind oben in seinem Bettchen hat das im Prinzip alles nur gehört. Ich möchte gar nicht wissen, ich möchte eigentlich wissen, was in ihm vorgegangen ist. Er musste ja auch eine ganz fürchterliche Angst gehabt haben, wenn man das nur hört. Gut, letztendlich der Rettungsdienst kam, hat uns mitgenommen. Meine Freundin habe ich angerufen, die hat sich um meinen Sohn gekümmert, um den Größeren gekümmert. Und es war wie ein Wunder. Also meinem Sohn, dem Kleinen, ist nichts passiert. Und dir? Ja, nach mir hat komischerweise gar keiner geguckt. Ich bin nach Hause, ich habe auch nichts gespürt. Aber ich komme ja aus der Medizin, ich wusste, da kann noch was kommen. Und dann war es tatsächlich so, am Abend habe ich furchtbare Schmerzen bekommen. Ich war komplett blau. Meine ganzen Rippen waren einzeln zu sehen. Und habe daraufhin sehr, sehr starke Rückenschmerzen bekommen.
durch die Chemotherapie heilt das alles nicht. Nee, genau. Die nächste stand schon vor der Tür im Prinzip und hatte keine Reserven, das Ganze aufzubauen. Ne? Ja, wie hast du das dann alles durchgestanden? Hast du schon ein bisschen über den Tellerrand geschaut damals oder hast du es einfach aus deinen eigenen Kraftreserven letztendlich? Ich habe das, also was ich gemerkt habe in dieser Zeit war, ich habe ja auch, ich habe irgendwie geglaubt, dass ich wahrscheinlich sterben werde. Ich bin auch mit Gedanken eigentlich so durch meine Stadt gelaufen. Ja, das würde alles hier ohne mich weitergehen. Ja, ich habe mir keine neuen Kleider mehr gekauft, um meinem damaligen Mann nicht zu belasten. Und mir blieb im Prinzip nur eins, und das war immer der Augenblick, in dem es mir ja gut ging. Ja. Heute würde ich sagen, das waren miserable Stunden, aber im Vergleich zur Chemotherapie gab es da Momente, in denen es mir dann gut ging, und die nutzte ich. Das waren wirklich ganz kleine, banale Sachen wie, ich spüre den Wind in meinem Gesicht, ich spüre die Sonnenstrahlen, ich höre die Vögel zwitschern, ich sehe die Blätter in den Bäumen sich bewegen. Und ich glaube, dass diese Momente mich schon getragen haben. Irgendwie. Also ich habe gelernt, in diesen Momenten einfach so meine Kraft zu ziehen, die mir einfach der Moment schenkt. Ja, diese Achtsamkeit dann auch für das, was ist, was funktioniert oder was da ist einfach. Aber wie es weitergehen sollte, darüber hatte ich wirklich keine Vorstellung. Und ich habe das eigentlich so relativ monoton und auch immer noch irgendwie in so einem Schockzustand im Prinzip bis zum Ende. Der Chemo. Ja, also die letzte Chemotherapie, da wollte ich nicht mehr hingehen, weil ich einfach nicht mehr konnte. Ja. Ich hatte diese Fieberschübe auch und man hat mich, weil ich sehr gelitten habe, hat man mich mal auch auf einer Krebsstation eingewiesen. Und das war so schlimm, weil ich lag zwischen Sterbenden mit Morphium-Prinzip vollgepumpte Patienten, denen es fürchterlich ging. Und ich habe da auch gemerkt, wie sehr sich das auf meine Psyche auswirkte. Wahnsinn, ich habe gemerkt, also ich kann besser zu Hause sein. Ja. Mir geht es hier eigentlich noch viel schlechter. Ja. Und ich habe einen richtigen Ekel entwickelt. Und als der nächste Fieberschub kam, gab es ja wieder ein Telefonat. Das findet dann meistens abends statt. Und dann hat man sich die Leukozytenwerte auch angeguckt. Und dann sagte meine Onkologin, also die Leukozytenwerte sind so schlecht und sie haben schon Fieber, sie müssen heute wieder auf die Krebsstation, ins Krankenhaus. Dann habe ich sie gefragt, kann ich bitte auf eine normale Station? Nein, das geht nicht. Also das geht nicht, ich komme nicht. Aber sie fand diesen Zustand sehr, sehr kritisch. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Ja. Ich hab ihr gesagt, sie soll mir noch eine Chance geben, eine Stunde. Und dann hat sie gesagt, okay, ich glaube zwar nicht, dass sie was dran ändern können, aber ich rufe sie in einer Stunde an. Ja. Und dann bin ich zum allerersten Mal in die Visualisierung gegangen. Und wie bist du drauf gekommen? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich aber durch meine durch Meditation. Ich habe schon so lange meditiert und hatte auch damals ein großes Interesse daran, an diesen und habe auch damals als im gesunden Zustand, das war zu Lufthansa-Zeiten, sehr viel experimentiert. Und diese Erinnerung kam plötzlich wieder. Und dann habe ich, die war zum Glück quasi da, und habe mir wirklich das Fieber runtergedacht. Die hat angerufen nach einer Stunde und konnte es nicht fassen. Ja. Das war nicht nur gesunken, sondern es war komplett weg. Das ist Wahnsinn, was wir für eine Power haben und wie das System das immer noch völlig unterschätzt. Ja, sehr schade. Wahnsinn. In einer Stunde. Ohne eine Stunde. Anleitung, ohne Vorbereitung. Ja. Also ich habe halt auch nichts anderes gemacht. Ja. Ich habe mich eine Stunde lang nur auf diese eine Sache konzentriert und habe mir dann Befehle gegeben. Ja, es war faszinierend für mich auch, dass man geglaubt hat. Ich habe ja einen Podcast auch schon mal gemacht zum Thema Visualisieren. Also ich bin inzwischen absolut davon überzeugt, dass wir hier eine unglaubliche Power haben, wenn wir sie wieder nutzen lernen und
das anwenden. Auf jeden Also wir Fall. wissen da ja auch viel aus der Psychoneuroimmunologie und positiven Psychologie und gibt es auch viele Daten. Ja, wir haben es nur so ein bisschen über die Tischkante fallen lassen im System, sage ich mal, weil es nicht reinpasst. Aber es ist Wahnsinn, wenn du das erleben durftest und konntest, ja, wenn du das für dich gesehen hast. Das heißt, dann ging es weiter. Ja, es ging weiter. Also ein halbes Jahr später habe ich eine weitere Diagnose bekommen, die viel schlimmer war als die erste. Da, war da die Chemo gerade abgeschlossen oder? Nein, ein halbes halbes Jahr Jahr nach Abschluss nach der letzten Chemotherapie. Das ist im Prinzip die erste Kontrolluntersuchung nach, nach der Therapie. Und und habe dann die Diagnose Lebermetastasen bekommen. Mit eigentlich praktisch mein Todesurteil. Die Therapie, die mir dann empfohlen wurde, war im Prinzip so was Sanftes, dass mir klar war, man wird es hier irgendwie nur noch versuchen, ja, zu lindern, vielleicht ein bisschen in die Länge zu ziehen. Und dann habe ich versucht, an andere Kliniken zu gehen. Also ich wollte mich nicht mehr jetzt nur auf diese eine Klinik versteifen, sondern ich wollte große Kliniken drauf gucken lassen. Das heißt, lassen. Du bist relativ schnell auch wieder ins Handeln gekommen. Also du hast relativ schnell... Ich bin sofort, ja. Also es hat vielleicht 2 Wochen gedauert. Ja. Dann bin ich nach Oldenburg an die große Klinik. Ich bin nach Bremen in das Diako-Krankenhaus, nach Mainz-Uniklinik und München. Und das Heftige an der Sache war, dass alle unabhängig voneinander mir die gleiche Prognose gegeben haben. Ein halbes Jahr. Die haben dir tatsächlich eine Prognose gegeben. Die haben mir gegeben. Eine Prognose gegeben. Da rege ich mich ja immer auf. Ja, weil wer hat mich sind auch wir aufgeregt. Denn? Ja, wir sind ja nicht Gott. Und also die das haben ist mir einfach klipp und klar gesagt, wir machen jetzt noch was, aber es hat keinen Sinn mehr. Sie können sich in ein Hospiz begeben, da werden Ihre sicheren Schmerzen behandelt und Sie können in einen friedvollen Tod gehen. Und wenn du dir ich da war 30. Überlegst, ja, wenn du dir da überlegst, worauf wir diese Aussagen basieren, das ist ja reine Statistik. Genau. Und was ist denn Statistik? Es ist nicht deine Lebensgeschichte. Statistik ist das, was den meisten Menschen geht. Wir haben einen Mittelwert, wir haben eine Gausskurve, aber wo du da stehst als einzelner Mensch. Ja, das war auch der Gedanke. Sonst könnten wir uns ja jetzt nicht unterhalten. Super. War wohl nichts mit der Statistik. Ja. Nee, das war auch, also so wie du sagtest, Wut. Ne? Ja. Also ich habe eine entsetzliche Wut bekommen über so eine dreiste Aussage. Vor allen Dingen, weil wir auch noch wissen, also weißt vielleicht oder ihr da draußen wisst es ja auch, ich mache ja auch Hypnosen, Hypnotherapie. Wenn da ein Mediziner im weißen Kittel vor uns steht, dann ist er in einer Meta, in einer Überposition. Das ganz heißt, genau. Was der sagt, das wirkt. Geht unbewusst ganz tief rein. Der hypnotisiert einen ganz automatisch, ob er will oder nicht. Genau. Das heißt, wir haben hier im Endeffekt Voodoo, schwarze Magie. Ja, und wir wissen es nur nicht. Eigentlich sollten wir es wissen, weil es wird inzwischen unterrichtet. Und Gott sei Dank, ich höre es auch immer seltener, dass Prognosen tatsächlich ausgesprochen werden, weil es langsam in allen Köpfen ankommt. Aber ich finde das furchtbar ärgerlich. Furchtbar ärgerlich. Ja. Also, ich schreibe ja auch an meinem Buch und ich habe zu diesem Zeitpunkt Tagebuch geführt. Ich habe also wirklich fast jeden Tag niedergeschrieben. Ja. Und um das Buch zu schreiben, lese ich natürlich sehr viel wieder in diesen Tagebüchern, was auch nicht einfach ist. Das ist schon total heftig, was passiert ist. Ja. Und manche Dinge hat man auch verdrängt. Und genau diese Situation, die habe ich beschrieben, indem man eben auch meiner Familie mitgeteilt hat, diese Prognose mitgeteilt hat und bringen Sie sie in einen Hospiz etc. Und ich in dem Moment so wütend geworden bin, dass auch Teile meiner Familie das angenommen haben. Ja, klar. Und ich hab quasi die Fäuste geballt und habe gesagt, okay, wer nicht an mich glaubt, der kann jetzt sofort gehen. Ich habe eine andere Version. Wahnsinn, dass du das geschafft hast. Und es gibt keine andere Version für mich und es gibt keine Diskussion. Solche Menschen an meiner Seite, mit denen kann ich nicht gewinnen.
dann bin ich lieber allein und ich werde gewinnen. Ja, und wenn wir da wieder wissen, ja, wie viel Einfluss sogar das hat, wenn andere Menschen bestimmte Dinge glauben und visualisieren. Ja, also es ist wirklich Wahnsinn. Ich gebe teilweise tatsächlich die Empfehlung, sich gut zu überlegen, wem man überhaupt erzählt, dass man was hat. Weil da das wirklich stimmt. Was passiert energetisch. Genau. Also das macht was mit einem, gerade wenn es dann noch Menschen sind, die einem wichtig sind. Ja. Wahnsinn, dass du die Power da gefunden hast in dir. Ich habe meine Gefühle einfach sprechen lassen. Und das war in mir. Und was ich gelernt habe, wirklich meinen Gefühlen Platz zu geben und sie auch wirklich auszusprechen. Und ich weiß nicht, wie du das jetzt im Nachgang siehst, aber alles andere ist doch gar nicht wirklich eine Option. Selbst wenn es nicht funktioniert hätte, wenn ganz deine Vision jetzt nicht so aufgegangen wäre und du wärst in einem halben Jahr gestorben, dann hättest du doch in diesem halben Jahr wahrscheinlich eher gelebt, als von vornherein zu sagen, jetzt kann ich auch gehen. Schon. Also ich meine, diese Prognose war ja jetzt da, die war ausgesprochen und ich wusste ja selber auch, ich meine, ich war ja schon realistisch. Ich wusste, dass ich in einer ganz sehr gefährlichen Situation jetzt stecke. Ich will das auch nicht wegreden, darum geht es überhaupt gar nicht. Aber es nützt dir nichts, dich an dieser... Genau. Also es ist wichtig, in so einer Situation zu kämpfen und alle Möglichkeiten heranzuziehen und zu schauen, welche kann ich wirklich umsetzen. Ich bin nie so ein Freund davon, von einer Sache. Für mich wirken immer mehrere Komponenten zusammen. Würde ich genauso und sehen. Wenn ich, für mich war es auch klar, auch wenn es am Ende nicht ausreicht, ich habe alles getan und das gibt einem ein Gefühl, wenn es dann nicht ausreicht, wirklich dann auch in Ruhe zu gehen. Und das ist man auch, im Prinzip, ich war es meinen Kindern schuldig, alles zu tun. Und es war sehr schwierig zu diesem Zeitpunkt, weil ich hab nur eine einzige Antwort bekommen, die mich hat wirklich auch kämpfen lassen. Und das war in Heidelberg. Und es war ein Arzt, der eine Aussage gemacht hat. Und ich bin mir sicher, er hat nie gewusst, bis zum heutigen Zeitpunkt nicht, was sein banaler Satz in mir bewirkt hat. Und ich habe den auch nie hinterfragt. Der hat den gesagt, ich habe das aufgenommen, habe für mich, okay, hier bin ich richtig. Und wie er das meinte oder was er tatsächlich dachte, das wollte ich gar nicht wissen. Für mich war der Satz die Basis und so blieb ich halt hier. Ich bin dann alleine hierher. Meine Kinder blieben in Norddeutschland bei meiner Mutter und Schwiegereltern und Vater. Die haben sich das alles so ein bisschen geteilt. Und war hier in einer Ferienwohnung und habe alleine meine Therapie gemacht. Und bin in den Chemopausen zu meinen Kindern gefahren. Und die Zeit habe ich aber genutzt, um Bilanz zu ziehen. Ich wollte wissen, was hat mich in meinem Leben krank gemacht. Ich wusste, ich muss noch viel tiefer forschen, als es hat nicht ausgereicht in dieser ersten Erkrankung. Ich meine, da habe ich... Klar, da waren gewisse Dinge, sind mir klar geworden, aber ich bin ja eigentlich nie tief gegangen. Und das habe ich in dieser Zeit gemacht. Dadurch, dass ich sehr viel alleine war, habe ich viel geschrieben. Ich habe viele Dinge alleine, ohne Therapeuten, erarbeitet. Ich habe Menschenbriefen geschrieben, denen ich eigentlich schon lange was sagen wollte. Und habe sehr viel visualisiert. Und habe nach nur 2 Monaten in der ersten Bildgebung, MRT-Untersuchung, eine Komplettremission erzielt. Also es waren keine Metastasen mehr zu sehen. Das war auch für die Ärzte schon wieder, das geht nicht. Nach 2 Monaten, so schnell wirkt ja auch keine Chemotherapie im Prinzip. Ne? Ja, aber diese Fälle gibt es eben. Und ich habe aber immer mehr hat mir das Bestätigung gegeben, dass das, was ich tue, richtig ist. Und das habe ich im Prinzip ein bisschen stillschweigend neben den Ärzten. Ich habe denen ja nicht gesagt, was ich da mache. Also wenn man das mal so angedeutet hat, dann wurde es ja gleich im Keim erstickt. Und okay, das ist ja ein gutes Recht, so zu denken. Jeder kann seine Meinung haben. Aber ich habe es für mich halt weitergemacht. Weil ich auch kleinere Ziele, kleinere Erfolge immer wieder damit hatte. Ne? Ja. Das heißt, wie war die Zeit für dich? Hast du sie als, hattest du Angst? Na klar. Ja. Na klar. Also Angstzustände, Angst-Panikattacken, die kommen schon immer wieder.
Ja, ich glaube, dass ich doch schon extrem stark war. Also ich, wenn man überlegt, dass ich habe das zwar ein paar Mal probiert, so zu einem Psycho-Onkologen zu gehen, aber irgendwie habe ich gedacht, nee, ich kann selber meine Sachen besser erarbeiten. Weil es war, ist ja eher, dass man über seine Ängste spricht und ich habe gedacht, das führt mich nicht weiter. Ich muss richtig dran arbeiten und ich muss das auf meine Art und Weise machen. Hast du weiter meditiert? Ja, immer. Oder Immer meditiert, immer visualisiert, autosuggeriert. Ich habe angefangen, schon ein bisschen anders zu essen, aber das war auch noch nicht so. Das Augenmerk war noch nicht wirklich so auf der Ernährung, aber schon auch. Also es fing langsam an, dass sich da immer mehr entwickelt hat. Ich glaube, ich hatte mich vegetarisch dann ernährt. Also ich habe kein Fleisch mehr gegessen. Ja, und dadurch, dass plötzlich so eine Komplettremission erreicht war, fand sich dann doch ein Arzt, der mich operieren wollte. Also vorher gab es keinen Arzt in ganz Deutschland, der es noch sinnvoll erachtet hatte, mich zu operieren. Das heißt, ich frage jetzt als Medizinerin nochmal nach, du hattest mehrere Lebermetastasen, Ja, so dass man da auch nicht hätte eine oder zwei nein, entfernen können. nein, es war so verteilt. War verteilt. Manche haben gesagt, es sind fünf, manche haben gesagt, es sind acht. Also für mich war es dann egal, wie viele sind welche da. Und es war schon schwierig. Es war schwierig, weil sie sehr verteilt waren. Und an der großen Pfortader halt vor allen Dingen, natürlich, da suchen die sich immer ihre Plätzchen. Ne? Und was wurde dann nochmal operiert, wenn? Also ich hatte einen OP-Termin bekommen für eine Leberteilresektion. Da wurde dann erst eine Seite resiziert, dann hat man eine Pause gemacht und dann kam die linke Leberhälfte. Und man hat eigentlich am Ende ein Drittel stehen lassen. Und irgendwie rückblickend habe ich alles Mögliche mitgenommen, warum auch immer. Ich bin in den Uni-Streik gekommen und meine schwere OP, die ist bis zu 6 Wochen immer wieder verschoben worden. Das heißt also, ich war wieder hier ohne meine Kinder, habe meine Kinder dann am Ende fast 2 Monate, ja, 2 Monate nicht gesehen und bin immer wieder verschoben worden. Das hat natürlich extrem an meiner Psyche geknackt. Ich wusste erstmal nicht, überlebe ich diese Leber-OP, die war sehr gefährlich, dadurch, dass es halt direkt an der Vordader auch war. Und ja, was habe ich in der Zeit gemacht? Ich habe Briefe geschrieben. Ich wollte mitteilen, wer ihre Mama ist und war, wenn ich es nicht schaffe. Und Und warum du nicht da warst, wahrscheinlich, ja, ne? genau. Und habe sehr viele Briefe auch generell in der Familie, also an gewisse Familienmitglieder geschrieben. Sie haben sie alle nicht bekommen, weil ich bin ja da, ne? Aber die Briefe gibt es noch und ich habe mich bislang nicht getraut, diese zu lesen. Und der Tag kam dann, als ich ins Krankenhaus durfte und habe den ganzen Tag nüchtern verbracht bis 16, nee, 17 Uhr. Und dann bekam ich wieder eine Absage. Und man muss sich vorstellen, ich war auf so einer Krebsstation, da waren fünf, nee, acht, ein Acht-Bettzimmer. Acht Acht Bettzimmer, gibt es Bettzimmer. sowas heute noch? Heute gibt es es nicht mehr, aber damals gab es das noch. Und ja, man hat das abgesagt und dann hab ich gemerkt, so jetzt Die reißt der Lebensfreude. Faden. Und dann bin ich raus und hab diese Ärztin aufgesucht und habe gesagt, ich akzeptiere das nicht. Also ich werde, wenn Sie mich heute nicht mehr operieren, weiß ich nicht, was mit meiner Psyche passiert. Können Sie mich auf die Psychiatrie, können Sie mich einliefern? Aber ich habe gewusst, in mir passiert jetzt was. Ich kann nicht mehr. Ich habe 6 Wochen gewartet. Ich weiß nicht, ob ich das überleben werde. Was machen die mit mir? Und ich habe das größte Verständnis, was ich habe für diesen Streik. Aber überlegen Sie sich, in welcher Situation ich bin. Und ich möchte jetzt einen Streikführer haben. Und der kam. Er kam zu mir. Wir haben uns in diesem Acht-Bett-Zimmer angeschrien. Draußen auf dem Flur, Trauben von Menschen. Und wir haben uns angeschrien wegen dieser Situation. Aber der war nachher so klasse, ich habe den anscheinend so beeindruckt, dass der so
meinen Kopf genommen hat, hat unsere Schädel quasi wie so zwei Ja, Buben ja, aneinander ja, gehauen ja. und gesagt, so, und jetzt gebe ich Gas. Ich versuche, alle Hebel in Bewegung zu setzen. Es war Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Und er ging raus, kam eine, ja, 20 Minuten oder so später wieder. Jetzt ziehen Sie sich um, Sie werden gleich operiert. Und dann haben die mich abends Sarah. noch operiert. Und da gibt es Bilder von. Und ich weiß auch, es war ein schlimmes Gefühl. Auf der einen Seite habe ich das erreicht, was ich wollte, aber jetzt ging es halt los. Ja. Und ja, und dann bin ich erst 3 Tage später wieder aufgewacht, weil ich nach dieser OP auf der Intensivstation im Aufwachraum einen Herzstillstand noch hatte. Und war zum Glück noch intubiert und hatte immer wieder erneut Herzflimmern, sodass sie 50 Minuten reanimiert Ja. haben. Zum Glück. Und dann war es natürlich nicht klar, ob ich diese Zeit überhaupt, ob das stabil bleibt oder ob es jetzt weitergeht. Und dann, wenn, welche, mit welchen Schäden wacht sie auf. Ne? Und wie bist du aufgewacht? Ja, ich bin aufgewacht als ein völlig anderer Mensch. Also wenn man sich überlegt, dass man 50 Minuten reanimiert wurde, dann war man irgendwo anders. Hast du Erinnerungen? Schon, ja. Hattest du Ja. dich vorher schon mit so Sachen Nein, auseinandergesetzt? nee. Das war alles Neuland. Das war alles Du hast neu, dir das ja. alles selbst erarbeitet, visualisieren. Ja, Nahtoderfahrung, ja. Ja, das war wow. schon ein heftiges Brett. Also ich bin wach geworden und konnte praktisch nichts mehr. Ja. Also ich hatte überhaupt keine Kraft. In dem Moment habe ich nur gedacht, boah, das muss eine sehr heftige OP gewesen sein. Ich weiß noch, dass ich eigentlich nicht atmen konnte. Ich habe gedacht, ich ersticke jeden Moment. Ich konnte mich nicht bewegen, keine Kraft und hatte sehr starke Schmerzen natürlich auf dem Brustkorb von 50 Minuten Klar. Reanimation. Das war wie so ein dicker, fester Stein auf meinem Brustkorb. Und ja, und was dann eigentlich passiert, war, dass ich immer mehr in dieses Bewusstsein gegangen bin, dass ich eigentlich wusste, dass ich reanimiert wurde. Es kam dann. Es hat sich wie so eine Parallelwelt aufgetan. Und eigentlich habe ich das mitbekommen, was passiert ist. Und bevor überhaupt mit mir jemand gesprochen hat, wusste ich schon, dass ich reanimiert wurde und habe aber gedacht, dass man mit mir schon gesprochen hat. Also eine ganz skurrile ja, Zwischenwelt ist es. Also ich konnte nicht unterscheiden zwischen Woher wirklich du die verbal Information sprechen. hast, ja. Und genau, und diese Informationen, die Ja. man sonst bekommt, die sind ja eher gedanklich, energetisch, ja, gedanklich, sind Gedanken, die dann da sind, aber die genauso wirken wie Worte. Ja. Und ja, zunächst war das Aufwachen wirklich nicht schön. Ich hatte sehr beängstigte Bilder, die in mir hochkamen, die ich überhaupt nicht einzuordnen wusste. Ich habe immer wieder eine Grenze vor mir gesehen. Die ineinander verlaufen ist in Erdfarben. Ja, es hat extreme Ängste in mir ausgelöst. Und das Schlimmste war, dass ich eigentlich mit niemandem drüber reden konnte. Weil ich gedacht, wenn ich Na das klar. jemandem erzähle, es war ja jetzt nur eine Sache, wenn ich das jemandem erzähle, die denken, du bist total verrückt, du bist in der Psychiatrie, landest du. Was Also, einem ja heute leider wirklich noch passieren kann. ja, das weiß ich jetzt gar nicht, aber irgendwie habe ich das für mich so die Angst gehabt und habe es für mich behalten. Und ja, und ich war dann auf der Intensivstation und das war auch fürchterlich. Da waren ganz schlimme Zustände mit anderen Patienten und ich wollte da weg. Und für mich gab es zwei Möglichkeiten: einmal sterben und einmal innerlich Gas Dich geben, um wieder da aufbauen. runterzukommen. Und den schnelleren Weg hätte ich zweifelsohne gewählt und sterben dauerte mir zu lang. Das war wirklich so meine Gedanken Wahnsinn. damals. Und dann habe ich in diesem Zustand im Bett liegen, mich nicht bewegen können, habe ich visualisiert. Hast du wieder die Kraft in dir geweckt?
Ich habe dann, es fing mit kleinen Sachen an. Ich habe mir vorgestellt, wie ich freier atmen kann. Dann habe ich Atemübungen gemacht. Immer wieder, komme ja auch aus dem Sport. Ich wusste, was die Superkompensation bedeutet und habe das im Prinzip genauso gemacht. Anstrengung und wusste, okay, jetzt kannst du schlafen und in der Zeit baut sich wieder was auf und du hast mehr Kraft und habe da Auszüge rausgeholt. Und ich habe das ja auch gemerkt, es ging Stück für Stück, aber eigentlich auch recht schnell, ja. Und als ich besser arbeiten konnte, atmen konnte, habe ich weiter visualisiert, wie ich sitzen kann. Und so weiter und so fort, bis ich stehen konnte, bis ich gehen konnte. Ja, und eine Woche später bin ich nach Hause gegangen. Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Also Ärzte, die haben mich natürlich festgehalten, die haben mich für verrückt erklärt. Sie können nicht gehen, wir wissen nicht, was passiert ist. Sie können zu jeder Zeit wieder einen Herzstillstand bekommen. Sie können jetzt nicht nach Hause gehen. Und ich habe gesagt, doch, ich kann, ich freue mich auch, weil ich muss in 6 Wochen wieder rein, um die andere Seite operieren zu lassen. Und ich weiß nicht, ob ich das überleben werde. Und glauben Sie, dass ich hier bleibe 6 Wochen? Einen Tag Ich länger, möchte leben. Ich möchte diese Zeit möchte ich nutzen. Ich möchte zu meinen Kindern. Und ja, bin dann raus. Und ja, aber dann kam, also ich war, wie gesagt, ich war ein anderer Mensch. Ich habe in einer anderen Welt gelebt. Ich glaube heute, dass ich für einige Jahre nicht ganz zurückgekommen bin. Ich habe im Prinzip in der Zwischenwelt gelebt. Und damit hatte ich sehr, sehr starke Probleme. Das macht ja Angst. Ich habe Dinge gesehen und gespürt. Ich war völlig auf, mit denen ich erstmal nicht zurechtgekommen bin. Bis ich erst verstanden habe, dass das Wollte ich eigentlich gerade eine gute sagen. Sache ist. Wie kamst du dahin? Hast du dir Informationen gesucht? Hast du auch alles aus dir selbst? Nee, ich habe da tatsächlich eine Hilfe in Anspruch genommen. Also zunächst habe ich eine fürchterliche Angst und Panik entwickelt, die mich sehr klein gemacht hat. Ich habe diese Stimmen sind es nicht, das sind Nachrichten, die man bekommt, die sich aber anfühlen, als würde man direkt mit einem Gegenüber sprechen. Das liest man ja auch oft dann in den Ja. Berichten. Ja, weiß nicht, ob du dich inzwischen mal mit Nahtoderfahrungen auseinandergesetzt hast. Ich habe mal angefangen, irgendwann ein bisschen zu lesen, ja, um einfach auch ja, Also es führt, zu wissen, dass es anderen ja, auch genau. ähnlich geht, aber bin da nie so sehr tief Ja. eingestiegen. Ne? Ja, und dann waren es letztendlich auch Bilder vor mir, Wesen vor mir, die mir fürchterlich Angst gemacht haben. Ich war wie gelähmt, ich konnte nicht mehr vor die Tür gehen, weil ich Angst hatte, dass man mir was tut. Also auch immer wieder gesagt, die holen mich, die kommen, um mich zu holen. Aber nichts ist passiert. Ne? Und daraufhin bin ich zu einer Heilpraktikerin für Psychotherapie gegangen. Und die hat mit mir Übungen gemacht, dass ich mit der Angst besser klarkommen konnte. Und diese Übungen, die hab ich genommen, weil ich habe wirklich auch an Suizid gedacht, weil das hat mich fast in den Wahnsinn Ja, Angst getrieben. ist Ja, ich habe es noch nicht nie förderlich. gespürt, noch nie in meinem Leben so eine Angst gespürt. Und ich meine, diese Diagnosen haben ja auch schon eine schlimme Angst erzeugt, ne? Aber dass das sich so potenzieren kann, das hätte ich nie für möglich gehalten. Ja, und im Prinzip bin ich eigentlich dann, wenn diese Angst so überhand nahm, stehen geblieben und habe eigentlich gesagt, okay, was willst du mir Genau, sagen, ne? vor was war die Angst? War das die Angst vorm Sterben? Nein, das war die Angst vor diesen Informationen. Das war die Angst vor dieser Welt, in die ich geblickt habe. Das war, Zu groß. nein, es war fremd, ne? Also es war nicht das, was ich vorher kannte. Und ich selber spürte ja auch, dass ich nicht mehr der Mensch bin, der ich vorher war, ne? Und ich habe quasi durch mein Auge diese Welt gesehen, aber auch die andere Welt. Und das hat mir Angst gemacht. Ich wusste einfach nicht, was das zu bedeuten hat. Das Es ist heißt, schwer zu das sind auch erklären. alles Themen gewesen. Also ich weiß nicht, würdest du dich als spirituell bezeichnen?
Hast du dich mit solchen Themen Schon. auseinandergesetzt Ja, gehabt? also klar, wenn man meditiert, dann hat das was mit Spiritualität zu tun. Und ich habe auch immer mit Grenzen auch daran geglaubt. Also es gibt für mich schon Grenzen, ne? Das, manche Sachen sind für mich völlig abgedreht. Da sehe ich mich nicht. Ich für mich sehe mich natürlich in einem gesunden Rahmen, wenn man das also Würde so ich auch so sagen sehen, kann. ja. Aber was ich da erlebt habe, das war schon wirklich total, ja, total seltsam, aber auch großartig. Wenn man dann weiß, wie man damit umzugehen hat, und das musste ich erst mal lernen, dann war das eine totale Bereicherung. Also ich hab plötzlich Da wäre alles meine Frage aufgehabt. gerade, genau. Ja. Eigentlich hast du ja Zugang bekommen zu Ja. mehr als das, was die meisten von uns haben. Also es war dann so, dass ich wirklich jede Gefahr wusste, diese Information war ohne Widerstand, floss die. Es hat mir sehr viel Schutz gegeben. Und es gab in dieser Zwischenzeit zwischen den beiden Leber-OPs noch eine schwere Untersuchung, die gemacht wurde. Was heißt schwer? Sehr unangenehm. Also es ist eine Embolisation. Man hat dann quasi im Wachzustand mit einem leichten Beruhigungsmittel eben durch die Bauchdecke in die Leber Gestochen oder gestochen, ja, eingeführt, und hat die Fortader mit so einem harzähnlichen, ja, Material. Material, ja, harzähnliche Substanz quasi verschlossen. Das war der Grund dafür, war, dass man angeregt hat, die andere Seite vermehrt wachsen zu lassen. Die Leber wächst ja auch, dann wird die Kann mehr sich sehr gut durchblutet. regenerieren, Genau. Und aber auch natürlich den Zugang zu den Metastasen da auch nochmal zu verschließen. Vor dieser Untersuchung hatte ich entsetzliche Angst. Ich hatte war auch erst frisch operiert und dann diese Vorstellung, diese Nadel durch meinen Bauch und ich bin nicht in Narkose. Die hat mir extreme Angst bereitet. Und diese eine Geschichte, also die war so unglaublich. Als ich hingefahren bin, habe ich diesen Fluss aufgenommen, im Prinzip diese Informationen, die gekommen sind. Und ich habe quasi einen Dialog auch gehalten. Dass ich sehr starke Angst habe. Aber alles gedanklich natürlich. Und die Information kam. Du hast immer sehr viel Angst gehabt. Du hast nie Vertrauen gehabt. Versteh endlich, um was es geht. Wir Kriege sind gerade da. Gänsehaut, Und immer hast du deinen Ärzten gesagt, sie sollen vorsichtig dir eine Injektion geben oder einen Zugang legen. Und wenn du diesen Beweis brauchst, dass wir da sind, geh hin, leg dich hin, hab Vertrauen und sag kein einziges Wort. Und du wirst den Zugang nicht spüren. Okay, ich habe das gemacht. Das war auch also diese Nachricht war so extrem stark überwältigend, dass ich einfach auch das gemacht habe. Ich so, okay, du musst es jetzt machen. Ja? Und ich bin in diesen Raum. Habe mich hingelegt. Natürlich hatte ich immer noch Angst, aber irgendwo war ich auch ein bisschen beruhigt. Also ich probiere das jetzt aus, weil ich brauche den Beweis. Und ich habe mich hingelegt, ich habe nichts gesagt. Und die Braunhöhle war längst drin. Die haben schon andere Sachen gemacht und ich habe es nicht gespürt. Und ab dem Zeitpunkt wusste ich bin nicht allein. Ich muss ins Vertrauen gehen. Und die Information war auch, natürlich wird diese Embolisation nicht schmerzfrei davon gehen. Aber wir sind da und wir jeden einzelnen Schmerz, den du spürst, spüren wir auch. Und ich hatte das Gefühl, ich mache das nicht alleine durch. Ja, bist Auch. getragen. Ja. War das für dich ein Wendepunkt? Oder ein wichtiger, sehr wichtiger Punkt in deinem... Ja, es war, was heißt ein Wendepunkt? Es war auf jeden Fall. Also ich habe so eine Wärme gespürt und so viel Vertrauen und so viel. Ich bin so getragen worden, wie ich eigentlich noch nie in meinem Leben getragen wurde. Und wenn man weiß, dass
man natürlich von einer Mutter getragen wird, ist es schon die größte Liebe, die wir erfahren haben, wenn man ein normales Verhältnis hat. Aber was ich da erfahren habe, das war eine Liebe und ein Getragenwerden, was überhaupt nicht vergleichbar ist und eigentlich auch nicht in Worte zu fassen ist. Und ich habe eigentlich so eine Sehnsucht entwickelt, dahin zurückzugehen. Und auch, ja, eigentlich diesen Einblick, den ich dann hatte, das kam im Nachgang eigentlich erst. Also es wurde mir immer mehr bewusst, wo ich gewesen war. Und und immer wenn ich dann halt davon erzählt habe, habe ich im Nachgang, war ich eigentlich ab in einer anderen Welt. Und als ich fertig war und habe meinem Gegenüber in die Augen geguckt, saßen die alle mit offenem Mund gegenüber, haben aber auch Angst bekommen. Angst bekommen, weil sie auch gesagt haben, kennen wir nicht, es macht Angst. Und wir sehen dich eigentlich in einer Todessehnsucht, obwohl ich mich so jetzt nicht gesehen habe. Aber es war zum Teil schon so, dass ich auch manchmal Wut gespürt habe, dass ich zurückgekommen bin. Ja. Ja? Aber ich wusste, warum ich zurückgekommen bin, weil ich hatte, bevor ich in die OP gegangen bin, habe ich visualisiert und habe mir selber ein Versprechen gegeben. Egal was passiert, ich komme zurück für meine Kinder. Wollte ich gerade sagen. Und das war auch gut. Ja, du hast einen verdammt wichtigen Grund gehabt, zurückzukommen. Ja. Und jetzt bist du hier, ja. Wahnsinn. Ja. Ja. Und du bist, glaube ich, bei weitem nicht alleine. Also es gibt ja inzwischen sehr, sehr viele Berichte. Wir leben ja Gott sei Dank in einer Zeit, wo man sich mit solchen Themen auch gut, outen kann oder das erzählen kann, auch wenn es viele noch nicht verstehen. Also ich habe auch Jahre eigentlich dann, nachdem ich in solche Gesichter geblickt habe, nicht mehr darüber gesprochen. Ja, kann ich nachvollziehen. Und habe das alles versucht irgendwie so zu verdrängen und mich wieder in dieses Leben normal reinzubringen. Und da bin ich auch wieder. Und ich muss auch sagen, diese Verbindung in der Intensität, die habe ich auch nicht mehr, was ich heute eigentlich schade finde. Aber vielleicht muss es sein, um wirklich hier anzukommen. Hier zu sein. Ich weiß nicht, wahrscheinlich weißt du, sie ist da. Ja. Auch wenn du sie im Moment nicht mehr ganz offen hast, die Tür. Also das ist bestimmt ein schwieriger Zwiespalt. Das kann ich mir nur vorstellen. Ich habe es nicht erlebt. Aber ich glaube, wenn man hier wirklich leben will, dann muss da auch in dem Körper und in dieser materiellen Welt sein. Sonst wird es schwierig. Das denke ich auch, ja. Aber eine Wahnsinnserkenntnis, die dir da zuteil wurde. Ja. Ja. Und dann waren wir immer noch nicht am Ende, ne? Ja, genau. Ja, also es war erstmal für mich schwierig herauszufinden, wer ich geworden war und überhaupt mein Leben auch zu ordnen. Ich hatte durch die Reanimation mit Amnesien, Wortfindungsstörungen zu tun. Also es war wirklich eine Zeit lang, da konnte ich nicht mehr schreiben, keine Briefe mehr schreiben. Erinnerungen waren weg. Komplett weg. Sind wiedergekommen? Sind wiedergekommen, ja. Sind wiedergekommen, wo ich so manchmal denke, dass gewisse Dinge, wenn ich in Stress komme, nicht mehr so funktionieren, wie es früher war. Und dann 2,5 Jahre ungefähr später habe ich dann wieder einen Knoten getastet unter dem Schlüsselbein. Darf ich noch mal kurz zwischenfragen, wie war dein Leben dazwischen? Das war diese Zeit, wo du versucht hast herauszufinden, wer bin ich, was bin ich, wie möchte ich leben? Ja, das war natürlich Chaos. Das waren wirklich auch diese 2,5 Jahre waren Chaos. Ich habe natürlich sofort meine Kinder zu mir geholt. Ich bin dann ganz hierher gezogen, weil ich auch zu keinem anderen Arzt oder zu keiner Klinik sonst Vertrauen hatte. Auch wenn die hinter gewissen Dingen nicht gestanden haben. Aber die haben mich so sein lassen, wie ich bin. Ja. Und die haben mich getragen. Und ich bin froh, dass es genau diese Ärzte gegeben hat. Ja. Und die sind heute auch noch für mich da. Für die freuen sich, wenn die mich sehen. Es ist für die auch ein totaler Erfolg. So soll es ja eigentlich auch sein. Ne? Ein Therapeut, der einfach den Weg mitgeht, der einen beraten kann und sagen kann, ich würde jetzt das machen. Und so, eigentlich muss man sagen, war schon auch die Uniklinik Heidelberg voraus, weil die haben keine Prognosen abgegeben. Ja. Die waren sich wahrscheinlich schon in gewisser Weise ihrer
die Macht ihrer Worte schon bewusst. Und das haben sie völlig weggelassen. Ja, und ich meine, dass dir klar war, dass das eine ernste Sache ist, Natürlich. das ist, glaube ich, außer Frage. Da braucht man nicht noch eine Zahl hinten dran stellen. Das ist Nein. einfach nur albern. Aber da haben wir vorhin schon drüber geredet. Ja, das Das ist. heißt, ja, genau, du hast dann wieder was getastet. Ja, genau. Ich habe dann wieder getastet unterm Schlüsselbein. Und ja, ich war jetzt irgendwie so ein alter Hase in dem Geschäft und wusste eigentlich, dass es wieder ein Tumor ist. Der fühlt sich ganz besonders an. Und von daher war jetzt die Diagnose dann auch keine Überraschung mehr. Und eine große Angst hatte ich nicht. Aber ich war auf der Hut. Ich wusste, okay, wenn jetzt nach dieser Lebermetastasierung, das war alles weg, wenn jetzt wieder was kommt und ich jetzt wieder Chemotherapie bekomme, dann kann das der Anfang vom Ende sein. Und jetzt muss ich im Prinzip viel mehr auf jeden einzelnen Schritt achten, als ich das vorher schon gemacht habe. Also es wurde eigentlich jedes Mal intensiver. Und im Prinzip war es genauso, dass ich anscheinend immer noch nicht verstanden habe, worum es geht, über diese Botschaft, die ich bekommen habe. Das kann man jetzt denken, wie man will, aber für mich war, ich habe immer noch nicht wirklich verstanden, um was es geht. Sonst würde mich jetzt diese Krankheit nicht nochmal Aber du hast im suchen. Prinzip komplett Eigenverantwortung Ich übernommen oder habe die mit dieser Verantwortung dritten für Diagnose alles. komplett, also ich sah mich plötzlich als jemand, der zum Arzt geht und eine Beratung in Anspruch nimmt, aber ich selber, ich entscheide. Stehst am Steuerrad. Und dadurch, dass ich die ganzen Untersuchungen kannte, ich wusste inzwischen, welche Medikamente ich vertrage, welche nicht, was für das Immunsystem gut ist, was nicht ist. Wenn ich einen Tumor bekomme, weiß ich, dass mein Immunsystem nicht funktioniert. Wenn ich dann in Untersuchungen gehen soll, wo ich drei Tage lang mit Cortison behandelt werden soll, damit man eine Bildgebung machen kann, die man aber auch auf einem anderen Wege erzielen kann, dann kann ich nicht richtig sein. Dann muss ich in eine Diskussion einsteigen und mit dem Arzt eine andere Möglichkeit finden. Und wenn das nicht geht, muss ich einen anderen Weg finden. Und das habe ich gemacht. Ich kannte mich zwar nicht aus mit Bildgebung, aber das habe ich dann in, ja, nächtelang, obwohl es ging relativ schnell, wenn ich was wissen will, bin ich sehr kreativ und habe eine Bildgebung dann gefunden, die eben mich, das Immunsystem nicht so schwächt wie dieses Cortison. Es ist schon ein bisschen traurig, dass man das selbst machen muss, ne? Aber letztendlich, es geht nur um dich. Es geht nur um die Person selbst. Ja, also ich glaube, dass es generell ist, von Anfang an, heute haben wir viel mehr Wissen. Zu meinem Zeitpunkt gab es dieses Wissen nicht, aber heute haben wir viel mehr Wissen. Und wenn man so eine Diagnose bekommt, muss man eigentlich jeden Schritt schon kontrollieren und überdenken und sich informieren, ist das alles richtig? Zweitmeinungen sind der allererste Schritt, ne? Ja. Aber letztendlich, ich sage das in Heidelberg auch ganz oft, man muss sich informieren, dafür haben wir auch Ja. den Kopf und zwar von allen Seiten. Genau, nicht nur schulmedizinisch die zweite Meinung, sondern eben auch, und da kommen wir auch zur biologischen Krebsabwehr, die kam dann in mein Leben. Genau, also ich habe diese zweite Bildgebung gemacht und bevor ich diesen Termin in Anspruch nehmen konnte, war mir völlig klar, also irgendwie, ich kann mich jetzt auch nicht mehr normal weiterernähren. Ich kannte mich zwar überhaupt nicht aus, aber ich wusste, so kann ich jetzt nicht weitermachen und habe fast ja, gefastet, beziehungsweise ich habe schon gegessen, aber sehr, sehr wenig und viel Gemüse halt auch. Und War das intuitiv oder das hattest du war da schon? Ja, intuitiv. Das war rein intuitiv. Aber ich wusste auch, dass das nicht gut ist auf Dauer. Ich musste halt diese Zeit nutzen, um mir Wissen anzueignen, welche Ernährung jetzt für mich gut ist. Und ich wollte ja auch nicht so viel abnehmen. Und dann, man nimmt natürlich erstmal ab, aber das muss dann irgendwann ein Ende haben. Und was wunderschön war, ich bin für diese Bildgebung nach Stuttgart gefahren, in die Nähe von Stuttgart, und habe dort dann einen PET-CT machen lassen, was man hier anscheinend noch gar nicht gemacht hatte oder halt mir das nicht angeboten hatte. Und ich musste das damals auch erstmal selber bezahlen. Das hat über 1000 Euro gekostet und ich wollte es trotzdem machen.
auch wenn ich das Geld nicht hatte, aber irgendwie wollte ich das Ja, machen. ja. Und ich habe diesem Radiologen erzählt, wie meine Situation ist und welche Vorerkrankung ich hatte. Und wenn man Radiologen kennt, weiß man, die gehen schon wie so ein Holzhacker vor. Also die knallen dann jede Diagnose und jeden Gedanken brutal vor den Latz. Und das kann einen sehr, sehr zerstören, mental fertig Ja, da habe machen. ich auch schon einige Geschichten gehört. Ja, also da habe ich ja auch ein paar Erlebnisse gehabt und von daher wusste ich schon, auf was ich mich da einstellen muss oder kann. Und ich habe diesen Radiologen echt überzeugt. Und zwar hat er diese Bildgebung gemacht, hat mir das erklärt PC-Bildern, ja. und hat mir gesagt, wenn ich nicht ihre Vorgeschichte wüsste, dann würde ich den Tumor als ein Lipom halten, weil die Stoffwechselaktivität in dem Tumor dermaßen runtergefahren ist, dass man nicht erwarten würde, dass das ein Tumor ist. Offensichtlich muss ihre ketogene Ernährung, weil ich hab ja kein Getreide mehr gegessen, also keine Kohlenhydrate, die den Insulinspiegel in die Höhe treiben, muss anscheinend wirken. Also irgendwas muss es mit der Ernährung zu tun haben. Anders kann ich mir das nicht mehr erklären. Er war tierisch fasziniert davon. Für mich war das so toll, das zu hören, weil ich wusste, okay, du bist richtig, Auf du dem musst richtigen Weg, weitermachen. ja. Ja, und dann bin ich halt mit diesen Untersuchungsergebnissen zurück nach Heidelberg, habe denen meine Sachen präsentiert. Und wir haben dann zusätzlich noch andere Wege gefunden, Bildgebung zu machen, die mich oder mein Ja, Immunsystem nicht nicht noch zusätzlich schwächen. genau schwächen. Und Das heißt, man hat hier wieder Chemo angeboten gehabt. natürlich volles Programm aufgefahren, also alles wie zur ersten Chemotherapie. Ich hätte mit Haarausfall und allem wieder rechnen sollen, hätte eine Antihormon-, Antikörpertherapie machen sollen und eine Strahlentherapie, alles. Und ich habe gespürt, als er mir das gesagt hat, das mache ich nicht. Das geht nicht. Ich habe zu dem Zeitpunkt gedacht, ich werde an den Folgen der Chemotherapie sterben. Ist Das macht mein Immunsystem so durchaus fertig, auch möglich. dass ich nicht mehr aufstehe. Und das wäre der Anfang vom Ende gewesen. Und ich habe mich das erste Mal nicht mehr unter Druck setzen lassen. Ich bin nach Hause Und hast erstmal und habe überlegt. mir 2 Wochen Zeit genommen. Nur eine Sache habe ich gemacht, ich habe mich operieren lassen. Das wollte ich gerade fragen. War das Ding operabel? Ja, Konnte man es im ja. Gesunden entfernen sogar? Nicht ganz. Nicht ganz. Und deshalb hat man mir ja auch die Den, genau. Strahlentherapie empfohlen. Aber ich hatte halt vorher schon gesagt, dass ich alles ablehne. Und ich weiß nicht, wie weit. Naja, gut. Du hast Wenn es ich, vorher schon gesagt, dann haben sie dich ich trotzdem hatte, operiert. ich hatte vorher halt schon gesagt, dass ich eine volle Chemotherapie definitiv Ja, nicht machen werde. ja, Und dass ich mir noch ja. überlege, Ja, welche ja, Bausteine ich ja, mir ja, ja. rausziehe. Ja, und dann war es halt, hat die Histologie ergeben, man hat es nicht ganz entfernen können. Ging sehr tief, auch bis zum Lungenfell. Und deshalb rät man mir dringend zu einer Strahlentherapie. Mein Gefühl hat mir damals auch gesagt, nein, eher immunstärkend arbeiten, was ich ja auch schon gemacht habe. Ja, und dann bin ich erstmal in Urlaub gefahren, 2 Wochen, und habe mir die Antikörpertherapie aufschwatzen lassen. Das waren Tabletten. Und habe angefangen damit und hatte jeden Tag unfassbare Durchfälle bekommen. Und ich hab immer mehr abgebaut. Auf der einen Seite habe ich mich mit wirklich teurem Essen Ja. ernährt, auch Säfte und so weiter getrunken. Und es ging eins zu eins weg. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, was bringt das? Egal, was ich aufnehme, kann mein Körper Nicht nicht verwerten. verwerten, es geht durch diese Tabletten sofort wieder weg. Ich baue immer mehr ab. Ich habe weiter geforscht und kam dann von Bruce Lipton auf intelligente Zellen. Das war ein Vortrag, ich glaube, der ging 5 Stunden. Das Buch. Ich hab's gesehen, es war auf Englisch und ich habe in diesem Urlaub, habe ich mir aufgeteilt diesen Vortrag angehört. Und war so fasziniert davon, dass ich auch gleich irgendwie schon wieder geübt habe. Ne? Ja.
Und habe Ich immer höre da sehr mehr. viel Pitta raus, sehr viel. Ich setze jetzt um und Ja, so. ja. 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 Als wir dann zurückgekommen sind, war für mich klar, ich werde diese Tabletten nicht mehr nehmen. Es ist auch immer ein Abwägen, ja. Also man muss auch Ja. wirklich bei allem überlegen. Wenn du die jetzt super vertragen hättest, wäre es vielleicht, Vielleicht wäre es eine vielleicht gute wirklich, Sache genau. gewesen. Aber im Endeffekt, du sitzt hier. Ich habe aber eine Absicherung gebraucht. Und dann rief ich bei der biologischen Krebsabwehr und habe da, ich weiß nicht mehr, mit welchem Arzt ich da gesprochen habe. Ich habe dem meine Geschichte erzählt und auch von den Tabletten und mein Gefühl, was ich machen möchte. Und er hat mir gesagt, er hat mich eigentlich ermuntert, hören Sie auf Ihr Gefühl. Wenn Sie die Tabletten wegschmeißen wollen, schmeißen Sie die weg. Da sind wir wieder bei dem Punkt. Wir gucken Und nur auf Statistik, ob ich es sich jetzt lohnt. hab diese Tabletten weggefeuert, bin zu meinem nächsten Termin in die Uniklinik und habe gesagt, nur Nehme dass ich Sie es nicht. wissen, ich nehme gar nichts mehr. Ja. Und kommen Sie nicht auf die Idee, mir Was irgendwas anderes einzunehmen. anzudrehen. Ich bleibe jetzt da, wo ich bin und habe alte, aber es hört sich jetzt witzig an, aber ich habe wirklich hart wieder gearbeitet. Ich habe Ja. noch mehr meditiert. Ich habe sehr stark auf mich geachtet. Ich habe mich auch gar nicht mehr aufgeregt, weil sobald ich anfing, dass ich gemerkt habe, Ja. okay, mein Puls geht hoch, man wird wirklich so sensibel, mein Puls geht hoch und ich weiß in dem Moment noch gar nicht, was mich aufregt, bin ich schon in die Meditation gegangen. Ja, Ich da hatte hast du eine natürlich gute die Bahn. Zeit, ja, das hat man ja heute jetzt nicht so, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich die Zeit, habe mich hingesetzt und habe geguckt, was hat mich jetzt aufgeregt oder was kommt da eigentlich, was mich aufregen würde. Ja, und einfach diese Beachtung hat das alles schon wieder weggeschossen. Und ja, und dann ging ich sehr stark in die Ernährung. Also wie ernähre ich mich? Welche Ernährungsmöglichkeiten greifen? Welche sind für mich schlüssig und logisch? Für mich kam dann die ketogene Ernährung, die Ja. nach wie vor sehr, sehr kritisch beurteilt wird. Man muss es eher einfach gekonnt machen, sage ich jetzt mal. Ne? Also es gibt da viele Genau. Ansätze, die sind mit Sicherheit nicht förderlich. Aber wenn man es richtig Man muss betreibt, sich halt vernünftig, auskennen. genau, man muss sich wie Egal, immer was man informieren. tut, Ja. muss man sich auskennen Ja. oder man braucht eine Begleitung. Ja. Und wenn natürlich ist eine ketogene Ernährung dann nicht gut, wenn man abnimmt, Genau. dann hat man aber auch einen Fehler gemacht, weil man diese fehlenden Kohlenhydrate, die man meint zu glauben, die braucht man aber nicht, die man mit speziellen Fetten, wieder ausgleicht. Und es sind natürlich sind Fette, die im Ja, ja. Omega-3-Fettsäurenbereich sehr stark eingesetzt werden. Und Omega-6-Fettsäuren werden Ja. so gut es geht gemieden. Das heißt, mal ganz praktisch, ernährst du dich heute auch Immer noch, weiter so? Und ja. was fällt für dich alles in die Kategorie Kohlenhydrate? Wie streng siehst du das? Also ich bin natürlich heute nicht mehr so streng wie im Akutzustand. Ich bin ein sehr extremer Mensch. Also wenn ich kämpfe, dann Peter. alles. Und dann bin ich sehr, sehr Ja. diszipliniert und dann braucht mir auch keiner mit irgendwas kommen. Ich habe dann Scheuklappen, ich gehe diesen Weg sehr stark und das habe ich extrem eisern und konsequent durchgezogen. Und habe zu diesem Zeitpunkt absolut kein Brot, also kein Getreide, keine Nudeln, keine Zucker sowieso nicht. Kartoffeln, kein Reis. Also ich habe eigentlich sehr fast nur Früchte. Gemüse, Früchte, aber ein halber Apfel Ja. am Tag Ja. hat schon den Ja, Zuckerbedarf deshalb, gedeckt. genau, deshalb frage ich, wie weit du da gegangen bist, Wenig. weil Bananen gar nicht, zu viel Zucker. ja. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch keinen Kaffee getrunken. Ja. Ich habe dann auch entgiftende Sachen gemacht. Es gibt da die Möglichkeit, zum Beispiel kalte Kaffeeeinläufe, die dann die Leber sehr stark Ja. entgiften. Also ich habe eigentlich alles gemacht, was irgendwie ging. Und natürlich steht man da zuerst und denkt, man kann gar nichts mehr essen. Aber wir denken das nur, weil wir einfach anders Ja, groß geworden konstituiert sind. sind. Ja, Ja, genau. wir kennen nur diese eine Sache. Und gibt halt ein tolles Buch, das habe ich mir gekauft. Da sind auch Rezeptideen drin. Gib ruhig einen Tipp, wie hieß es? Und das ist die Antikrebsernährung von Johannes Keu. Und da ist, was für mich wichtig war, da ist, bevor das losgeht, ist eine große Erklärung drin, wie das überhaupt funktioniert, was wie die Krebszelle funktioniert und was der Insulinspiegel bewirkt. Und das war für mich immer wichtig, dass ich auf jeden Fall
eine Untersuchung auch dazu habe, eine Erklärung da. Das muss plausibel sein. Ja. Und dann habe ich mich an diese Sachen gehalten und fand eigentlich, dass das total lecker war. Es war eigentlich eine mediterrane Ja. Kost und mir hat es an nichts gefehlt. Der Sport kam dazu, die ersten Erkenntnisse Bewegung. damals, wie Ja. Sport auf Krebs wirkt, dass man bis zu 40% sein Rückfallrisiko reduzieren kann. Und das war für mich so der Durchbruch. Ja. Ich fing dann an zu laufen während der Strahlentherapie Die hast du und dann doch noch gemacht. ich habe die Strahlentherapie, ja, das war noch eine Sache, die ich dann gemacht habe. Auch halt diese Überredung und bin durch die Strahlentherapie gelaufen und zwar viermal pro Woche, 40 Minuten. Das war damals so die Anweisung oder der Rat, wie man Sport treiben sollte. Und ich wusste ja auch von den vorangegangenen Therapien, dass die Fatigue wieder durchschlagen könnte, also Ja. sehr, sehr stark müde werde. Ja. Und wenn das erstmal greift, das wirkt sich so negativ auf meine Psyche aus. Und auf den Also, Drang, dich zu bewegen, und dann ist es ein ja, es wird immer, Teufelskreis, genau, genau. man kommt nicht mehr raus. Ja. Und deshalb bin ich sehr eisern. Also ich bin eigentlich, wenn die Strahlentherapie findet ja jeden Tag statt, 6 Wochen lang. Und als mich der Taxifahrer zu Hause rausgelassen hat, habe ich direkt ich war müde, ich war im Auto geschlafen, mir sofort meine Turnschuhe angezogen, mich umgezogen und bin raus. Und habe immer gesagt, schlafen kann ich auch, wenn ich Ja, laufe. ja, ja, okay. Und bin dann Du gelaufen und bist aber habe vorher schon gelaufen, oder? Also es war, nein, hast gerade nein, da angefangen nein. zu Ich war laufen. immer sehr Ja, sportlich. Ich okay. wollte auch immer, Ja, als ich Anfang ja, 20 war, ja, war immer ja, ja, Marathon, das will ja. ich irgendwann mal laufen. Aber so richtig gelaufen, Ja. natürlich läuft man mal, aber nie in dem, nee, nicht. Aber mein Traum kam zurück und ja, bin dann einfach, ich fand das toll an der frischen Luft und ich konnte meine Gedanken völlig fließen lassen. Und ich hatte halt einen Gedanke, dass ich den Krebs aus meinem Körper laufe und dass ich den ganzen Ja. Asphalt damit, ja, pflaster im Prinzip damit. Und Kam für dich auch so ein bisschen der Aspekt dazu, ich bin aktiv, ja, ich gehe es klar. an, Das also sind gewisse, habe ich eben schon erwähnt, dass viele Komponenten dazu führen, ja, was einen ermutigt, was einen stärkt. Und das war wiederum eine Komponente, die dazugekommen ist. Vor allen Dingen, wenn es halt Untersuchungsergebnisse dazu gibt. Und dann habe ich mit der Ernährung schon mal so viel gemacht, dann kommt jetzt der Sport noch dazu. Das hat mich extrem motiviert, total stark gemacht. Und ja, das hatte dann zur Folge, dass ich ein halbes Jahr nach der Diagnose, also nicht nach der Strahlentherapie, sondern ein halbes Jahr nach der Diagnose, meinen ersten Halbmarathon gelaufen bin. Ja, Wahnsinn, wirklich. Aber tolle Geschichte. Danke, dass du das alles mit uns teilst hier. Ja. Das ist jetzt wie lange her? Also die erste Diagnose ist 15 Jahre her und die letzte sind 11. 11 Jahre. Und Ja. seitdem geht es dir gut. Du machst die Sachen weiter. Hast du da irgendwie dir ein System aufgebaut oder würdest du das, ich glaube, du hast vorhin mal von Säulen gesprochen. Ja, also irgendwann ist es ja so, also wenn man sowas überlebt hat, Ja. kommen immer wieder Menschen, die Ja. fragen, wie hast du das Ja. gemacht? Die Frage kam dann eigentlich, ja, wie habe ich es eigentlich gemacht? Und das war für mich wirklich eine Herausforderung, erstmal rauszuziehen, wie ich die Dinge im Einzelnen angegangen bin, weil sich das ja eigentlich auch von jeder Diagnose auf die andere weiterentwickelt hat. Und ja, daraufhin ja, ich bin dann zum Yoga gekommen. Und über die Yoga-Philosophie habe ich eigentlich dann erst ja, Namen dazu bekommen, also beziehungsweise ich habe eine Ordnung reinbekommen. Da hat sich sehr viel widergespiegelt und das ist auch heute so, weil ich ja Yoga und Krebs anbiete, das ist auch Inhalt einer Yoga-Sequenz für Krebspatienten. Ich kann da im Prinzip alle Säulen mit reinbringen, auch wenn natürlich Ernährung in dem Moment kein aktiver Bestandteil ist, aber man kann immer irgendwas dazu sagen. Man kann so ein Bewusstsein wecken. Aber Bestandteil ist vor allen Dingen Meditation, Visualisierung, Autosuggestion, die Bewegung. Dadurch kann man sehr viel bewegen, vor allen Dingen mental, mentale Stärke, Angst, Panikattacken.
Dann gibt's auch wirklich viele stark Daten dazu. reduzieren. Ja, ja, Und ja, ja. Ja. auch die direkten Nebenwirkungen, ne? Neuropathie oder Übelkeit, Schlafstörungen oder Schmerzen, Narbengewebsstörungen, das kann man mit Yoga in diesem Komplettpaket unheimlich gut lindern alles. Und Ja. ja, so habe ich meine Säulen im Prinzip ordnen können, konnte denen Namen geben, habe das Ganze im Prinzip verfasst auf meiner Homepage, weil ich einfach so viele Anfragen bekommen habe, dass ich das nicht mehr leisten konnte. Ich dachte, okay, ich baue jetzt eine Ja, Webseite auf tolle und Sache. da Können kann wir auch gerne man. nennen. Ich werde es auch verlinken. Das ist, magst du sagen? Ja, es ist www.diagnose-krebs.info. Genau, und wie gesagt, ich packe es auch unten in die Shownotes rein. Und dein Yoga Ganesh Bergstraße, das findet man auf Facebook, ne? Und Genau. Instagram. Also Das legen wir geht auch nochmal eigentlich mit alles so rein. einher. Also das Ja. Yoga Garnisch Bergstraße basiert hauptsächlich auf meinen Erfahrungen. Das hat zwar auch mit normalem Yoga zu tun, aber überwiegend eben geht es sehr speziell in die Yoga und Krebs oder generell Krebs. Was gibt es an neuen Studien, schulmedizinisch, aber Mit auch Sicherheit. alternativ und Ernährung. Die Ernährung hat sich bei mir auch weiterentwickelt, dass ich einfach dann in die Ayurveda-Richtung noch gegangen bin. Das ist eine super schöne Ergänzung. Das heißt, Ketogen und Ayurveda, das widerspricht sich auch nicht in deinen Nein, Augen. nein, das ist super. Ja. Es ist ja heute so, dass ich nicht mehr so Ja. streng mich ketogen Ja. ernähre. Also ich esse schon morgens auch mal so ein Brot oder ein Brötchen oder auch Kartoffeln oder auch mal Nudeln, aber das ist wirklich sehr Reduziert. reduziert und ich überlege mir, was ich an dem Tag esse. Und Ja. eine Sache davon kann ich essen. Ich muss ganz ehrlich sagen, aber wenn ich die Dinge nicht esse, fühle ich mich viel besser. Ja. Und ich habe auch während meiner Marathons, ich bin ja auch Marathon gelaufen, wo man ja auch glaubt, man muss sich jetzt füllen mit Kohlenhydraten, Pasta-Partys machen, die habe ich nie mitgemacht. Ja. Also ich bin auch Ja, ja, ketogen ja. frei oder ketogenarm Und diese Strecken vegetarisch. gelaufen. Nein, das habe ich irgendwann wieder gelassen. Ich experimentiere ja immer. Ich sage immer, ich bin mein größtes Experiment Ja. und alles, was ich Ja. zusammengetragen habe, das habe ich alles selbst erfahren und Ja, ausprobiert. ja, Auch ja, die ja, ja. ayurvedischen Kräuter. Das sind alles Dinge, die habe ich selber probiert. Auch zum Beispiel, was kann ich machen, um den Lymphabfluss, gerade wenn man da operiert ist, welche Dinge kann ich tun, dass das besser wird, die habe ich alle wirklich selber ausprobiert. Ja. Du hast wirklich fast alles aus dir selbst rausgeholt, gell? Wahnsinn. Aber es ist schön, wenn du das weitergibst, weil das ist ja wirklich hands-on und aus erster Hand und besser kann es nicht gehen. Also bin mir sicher, dass dieses Yoga, dieses ganzheitliche Yoga bei dir, wo du auch viele andere Dinge mit reinpackst, dass das eine ganz tolle Sache ist für Krebspatienten. Du hast mir vorhin auch erzählt, du schreibst an einem Buch. Ja, ich Magst du schreibe ein schon bisschen sehr, was? sehr lange an diesem Buch. Ich denke, da Also sind viele viele Jahre gespannte schon. Menschen da draußen. Ja, es war halt in der Vergangenheit so, dass ich denke, wenn man sowas erlebt hat, man Ja. braucht sehr viele Jahre, um das zu verarbeiten. Wenn ich dann mein Tagebuch raushole und fange an zu lesen, muss man aufpassen, weil das auch wieder die Ängste wieder aufblühen lassen kann. Und deshalb hat es immer wieder diese Riesenabstände gegeben. Aber mit dieser Ordnung und ja, mit dieser Linie, die ich reinbekommen habe, und ich glaube, das hat einfach Zeit gebraucht, kann ich jetzt schon kontinuierlicher daran schreiben. Das erste Kapitel ist fertig, das unterteilt sich im Prinzip in diese drei Diagnosen und da wird auch im Prinzip beschreibe ich, wie sich die Dinge entwickelt haben. Das ist schon auch echt ein schweres Zeug. Es ist wirklich schwere Texte. Aber es gibt immer wieder zwischendurch Dinge und daran sollte man sich orientieren, was ich da rausgezogen habe und was eigentlich am Ende dann rausgekommen ist. Und ja, ich wünsche mir, dass wirklich Menschen, die verzweifelt sind, denen man auch eine Prognose gibt oder die glauben oder spüren, dass müsste das Ende sein. Es muss nicht das Ende sein. Man kann die Dinge umreißen und wenn man das nicht schaffen kann, kann man seine Zeit auf jeden Fall
verbessern. Immer einfach das Gefühl, es ist ein gutes Gefühl, dass man weiß, man hat viele Dinge gemacht, man hat es probiert, man kommt besser mit der Situation zurecht. Und was sehr wichtig ist, ist das Annehmen der Situation. Sonst ist man permanent in einem Kampf mit sich selbst. Und das erzeugt Stresshormone. Ja. Das heißt, um das nochmal ganz klar rauszuarbeiten, für dich war auch dieses Kämpfen und das Nicht-Akzeptieren der Prognose nicht etwa einen Kopf in den Sand stecken und es nicht wahrhaben wollen, sondern du hast das schon gesehen und akzeptiert, aber hast dich entschieden. Ja, wichtig ist wirklich, dass man sich in der Realität befindet. Ja. Dass man wirklich weiß, so sind die Dinge und nicht anders. Und ich kann sie mir nicht schönreden. Das würde nicht helfen. Genau. Das wäre ein Zugkleistern, Augen verschließen, eigentlich ein Resignieren. Und ich hoffe mal, dass irgendwas passiert. Das wird nicht passieren. Ja. Das glaube ich nicht. Es ist schon, man muss sich mit dieser Sache auseinandersetzen. Eigentlich der Realität ins Auge sehen. Das macht im ersten Moment Angst. Aber die Angst ist da, die ist ja sowieso da. Genau. Und wir drücken die ja nur weg. Richtig, wenn wir sie nicht anschauen, dann ist die Wolke fast noch größer und ja, sie potenziert sich dann und schlummert einfach und das macht krank, dieses Schlummern. Ne? Und wenn man darüber Bescheid weiß, dann zu überlegen, okay, ich bin jetzt in der Situation, ich nehme das an, ich akzeptiere das, aber ich informiere mich jetzt, welche Möglichkeiten habe ich? Und welche Möglichkeiten passen zu mir? Mit welchen kann ich mich identifizieren? Das heißt ja nicht, dass meine 5 Säulen zu jedem Menschen passen. Aber vielleicht passen 1, 2 oder 3 Dinge daraus. Genau. Und wenn die passen, dass man die aber auch vollblutmäßig durchsteht und wirklich konsequent, das ist das Allerwichtigste, konsequent und diszipliniert daran geht und fokussiert. Ich werde gesund. Es ist ganz wichtig zu fokussieren, wo ich hin möchte und diese Bilder in sich leben zu lassen. Ja. Ich habe sie später in mein alltägliches Tun mitgenommen. Ich habe, egal was ich getan habe, es war immer dieses Bild, wo ich am Ende sein möchte. Und dann gibt es kleine Ziele, die wichtig sind. Man hat ein großes Ziel und dann kleine Ziele. Zum Beispiel, wie geht es mir nach der Chemotherapie? Wo sehe ich mich? Wie sehe ich mich? Wie fühle ich das? Dass man es wirklich fühlt und das darf man wirklich nicht unterschätzen. Das ist wirklich viel. Ne? Ja. Das macht viel aus. Wow, Wahnsinn. Gibt es noch was, was du den Hörern unbedingt mitgeben möchtest? Nur die letzte Quintessenz? Jetzt habe ich so viel schon. Ja, du hast ganz viel gesagt eigentlich. Genau, wenn du es nochmal so das... Ja, ich denke, die Quintessenz ist, dass der Glaube und das Vertrauen in sich selbst und in den eigenen Körper und das, was der Körper tatsächlich leisten kann, dass das Immunsystem die stärkste Medizin ist, die wir überhaupt haben. Wenn man sich das bewusst macht und dieses Vertrauen entwickelt, dann ist es ein Motor, der nicht mehr aufhört zu laufen, wenn man sich das verinnerlicht. Und der Vertrauen in sich selbst und in den Körper, in die Kraft, die wir entwickeln und überhaupt in das Leben. Das ist eine der wichtigsten Bestandteile. Und dann können die anderen Dinge sehr gut drauf aufbauen. Wunderbar. Liebe Sarah, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du das alles so offen mit uns jetzt hier geteilt hast. Danke. Hatte einige Gänsehautmomente, war für mich auch ein tolles Gespräch. Ich hoffe, vielleicht machen wir in der Zukunft noch mal eins. Du hast ja auch Vorträge, die du vorbereitest und so weiter. Da können wir bestimmt auch noch mal was machen. Konkrete Tipps mitgeben, wie du Dinge machst. Ja, ich finde es super klasse und ich wünsche dir alles erdenklich Gute. Danke, Petra. Danke. Wenn das Thema Krebs dich oder jemanden in deinem Umfeld betrifft, dann würde ich dir auch die Gesellschaft für biologische Krebsabwehr ans Herz legen. Auf deren Website, das ist www.biokrebs.de, da findest du reichlich Infos, wie du zusätzlich zur Schulmedizin aktiv werden kannst. Gern kannst du dich dort auch beraten lassen. Wir haben dort ein Ärzteteam, also entweder einen Termin mit mir oder mit den Kollegen vereinbaren. Da gibt's einfach nochmal ein gutes Input,
geht viel um Selbstwirksamkeit und geht einfach darum, dem Ganzen nochmal eine andere Sichtweise zu geben. Ja, schön, dass du bis hierher dran geblieben bist. Ich hoffe, ich konnte dich ein Stück weit inspirieren und würde mich freuen, wenn du mir ein Feedback oder ein Abo hinterlässt, falls es dir gefallen hat. Wenn du tiefer in die Gesundheitsthemen einsteigen magst, dann melde dich gern bei mir oder schau einfach auf meiner Seite vorbei. Das ist www.drpetrabaron.de. Alles ein Wort, Doktor einfach nur DR und Baron ist wieder Baron mit Doppel-R in der Mitte. Ich fände es schön, wenn wir uns auch in der Zukunft wieder begegnen würden, entweder hier oder live. Herzlichst, deine Petra.